Hallo Ilse. Hallo. Ja. So, hallihallo und herzlich willkommen. Und willkommen zurück auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier ist gerade das große Pferdeschlafen angebrochen. Ellie ist schon aufgestanden, die lag gerade auch noch. Da habe ich auch Bilder gemacht. Genau. Wir sind heute wieder bei Elli, wie ihr seht. Hallo Laura, auch wach geworden. Auch wach geworden. Ja. Ja, so. Hallo. Ja, und da ist Mausi. Hallo Schätze. Hallo Mausi. Ja. Schatzili. Gehen wir ein bisschen spazieren, Mausi. Oh, du siehst aus mit deinem Kuschelfell. Ja, bist du noch müde? Bissle. Ja. Ja. Auge putzen. Und der Auge auch. Mach mal Halfterle an, dann geht's los, gell? Handy weg. Rein. Oh, Ohren rein. Ach, das geht aber auch ein. Jetzt, komm. Müdes Ross. Ja, manche Pferde bevorzugen es zu sitzen. Komm mal. Komm, Schätze. Musst du Pipi? Ja, dann mach. Musch. Doch nicht, also komm. Ein bisschen von hier. Ah, hast du Heilerde gekriegt an deinem Fuße? Na, die doofe Arzt, wird man wach. Ja, ja. Ja, nein. Nein. Ja. Bis auf das Geld gibt. Entschuldigung. Oh, hat sich jetzt angestaut. So, dann spazieren wir doch eine Runde, ha? Mausi. Komm.
Auf geht's. Ja, die müden Knochen bewegen. Ja, Schätze. Ja. Pst, ab. Pst. So, komm. So. Mal hier zu, ja? Zaun zumachen. Jetzt komm. Auf geht's. Hü. Komm. Komm. Müdes Tier. Ruhig fein. Ja, fein laufen. Ja. Komm. Weiter. Auf geht's. Hü. Luna liegt noch, überlegt noch nicht aufzustehen. Ah doch, ich glaube. Ja, es ist echt, es ist eine riesen Koppel. Mausi, auf geht's. Ja. Schätzele. Komm jetzt auf. Hü. Gibt's ja noch einen Apfel, wenn du kommst. Ja, ja. Ja. Tja, komm. Ja, lässt dich nicht verarschen, gell? Schlaues Pferd. Komm. Ein paar Schritte noch. Und weiter. Komm. Mampfen kann man auch, wenn man läuft. Genau. Doch. Doch. Schätze. Geh den hohen Zahn, gell? Der Apfel. Weiter geht's. Hü, auf geht's. Ja, ja, fein. So ist fein. Ja, ja. So ist fein. Ja, komm, weiter. Komm. Muss jetzt die ganze Zeit rückwärts laufen. Du bist ja drauf. Ja, komm. Auf geht's. Hü. Ja, dann lauf da, aber gelaufen wird. Komm. Mausi, auf geht's. Vorwärts. Ist kein Bock heute. Komm, gib da noch einen Apfel. Komm. Mausi. Gute. Komm. Hü. Puh, ist das ein Wind. Jetzt komm schon. Auf geht's. Komm. Hü.
recht windig heute. Ja, mehr als einen Schritt musst du schon machen. Komm. Komm. Schatzelü. Alte Schnute, du. Ja, dann bleiben wir halt stehen. Bis zum Einstieg bewegen zu müssen. Hm? Oh, Schlunz. Schlunz jemand anders voll, komm. Komm. Jawohl. Oh. Schlapperschnute. Komm. Auf geht's jetzt. Hü. Ach Schatze. Lass dich nicht bitten. Hm? Aha, ausgetrickst. Hm? Vorwärts. Hü. Auf geht's. Hü. Jawohl. Was ist denn mit deinem Fuße? Ja. So entlastend tut der weh. Hast du Aua am Fuße? Ja. Schatzele. Hast du Aua am Fuße? Komm, ein bisschen bewegen geht. Komm, auf. Hü. Auf geht's. Vorwärts, komm. 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 Auf geht's, hü. Sonst muss ich Peitsche holen. Schritte gehen wir noch. Auf, Schatzi. Komm. Jawohl. Jawohl. Ja. Paar Schritte. Gib da auch Apfelliter. Ja. Der ist gut. Vorwärts. Immer weiter. Ja? Jawohl. Jawohl. Immer weiter, komm. Oh, Schwein. Komm. Weiter. Zum Baum gehen wir noch, dann drehen wir rum. Komm. Schätze, bis zu dem Baum. Dann hat jeder seinen Willen, okay? Gut. Oh, jetzt aber. Hier weiter. Weiter. Weiter, auf geht's. Hü.
sieht. Zurück. Alles gut. Ah, Hussi. Langsam. Alles gut. Hey. Jetzt kannst du schnell genug gehen, oder was? Du bist ja weine. Ja. So eine bist du. Ja, ja. Schatzi. Das ist unfassbar, was die für einen Herdentrieb hat. Will nicht von ihrer Herde weg. Ja, Schatzi. Ja. Ja. Und hier haben wir's. Oh, sie. So, sind wir da? Weit weg waren wir ja nicht. Ja, Mausi. Schätzeli. Auf geht's. Arsch vor. Jetzt ist komm. Na, man. Jetzt ist sie aufgestanden. Schön. Mausi. Ja. Kommt die Luna auch, ha? Kommt die Luna auch? Ja, komm. Wir gehen zur Gruppe. Luna kommt auch, guck. Ja. Jetzt zur Chefin, ha? Zur Elze, willst du zur Elze? Guck mal, ja. Hallo Elze. So, gut. Ha? Bisschen vor noch. Gut. Ja. Seht ihr alle brav? Ja? Gut. Ja, das ist die neue hier mit der Decke, die Fuchsstute. Die wird von allen gescheucht, ist ja klar. Ist aber am Anfang normal. Ja, Schätze, komm her. So, jetzt sind die Hälfte alle weg. Ja. Mausili, jetzt muss ich gucken. Was muss ich gucken? Ja. Ja. Aussi. Das ist ein bisschen krumpfen, hm? Bisschen krumpfen, ja. Gras krumpfen. Na Schatzi, sei nicht so auf mich fixiert.
Oh Mausili. Ja. Tja, ausgetrickst, Schatze. Hier bin ich. Ja. Mausili. Ja, das ist ein bisschen fressen. Kommt die Levi zu dir, hm? Gut, Schätzi. Sag mal tschüss, willst du noch einen Apfel? Einen hab ich noch. Ja. Ja, komm. Da. Strecken, hier. Das war's für heute. Wir sehen. Mir geht's gut. Auf das Bein. Da muss ich mal nachfragen, was das ist. Vielleicht abgekühlt oder so, aber es sieht jetzt nicht irgendwie gravierend aus oder so. Hallo? Aber wie ihr seht, sie wurde nicht umgeblasen vom Sturm. Weder von Hendrik noch von dem anderen. Geht soweit gut. Ja, was? Was ist los? Courage. Sollte eigentlich ein kleiner Spaziergang werden, aber daraus wurde jetzt heute nichts. Es ist auch echt windig. Richtig windig. Na Mausi. Levi, lass die Elli in Ruhe. Ja, mit dir rede ich. Ja. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bis hierher. Wenn es jetzt auch ein kurzes Video wurde. Stichwort Videos wurde jetzt auf Twitch gestreamt, aber wie immer gibt es das Video vom Stream auf meinem YouTube-Kanal zu sehen.
youtube.com/imbabär. Da findet ihr mich. Und da findet ihr auch die gute Elli hier. Genau. Ich sag schon mal Ciao mit V. Auch an die Rundfunkanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich freue mich selber ein Däumchen nach oben fürs Video. Noch mehr freue ich mich über euer Abo auf meinem YouTube-Kanal. Und ganz besonders freue ich mich über eure Kommentare. Schreibt euch gerne hier direkt unter das Video, was euch gefallen hat. Schreibt rein, ob ihr mehr Videos oder Streams von Elli sehen wollt. Wenn wir die 1000 Abonnenten voll haben, können wir auch direkt streamen auf YouTube mobil. Bis dahin müsst ihr euch eben mit diesem Umweg begnügen. Ja, wie ihr seht, Elli ist jetzt ganz entspannt. Die mampft vor sich hin. Das Gras, was sie noch finden können. Sie werden wahrscheinlich, wenn das Wetter so bleibt, mindestens bis Anfang November hier auf der Koppel bleiben noch. Was gut ist, weil in der Zeit muss kein Heu gefüttert werden. Und sie haben halt ihre Bewegung, das ist schon gut. Die haben sie im Stall auch, aber ja, ist halt doch draußen in der Natur noch mal was anderes. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit reinschaut. Wann auch immer das sein mag, wahrscheinlich auch heute noch im Laufe des Tages irgendwann. Und wenn wir dann wieder zusammen eine schöne Zeit haben können, da freue ich mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Lasst euch nicht umpusten, lasst euch lieber impfen. Und ich sag Tschö mit Ö. Euer Imbabär.